Die Türkei hat die Schwester des vor etwa einer Woche getöteten IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi festgenommen. Nach Angaben des türkischen Militärs haben Truppen die 65-Jährige in Syrien aufgespürt. Bei ihr waren 5 Kinder, außerdem ihr Ehemann und ihre Schwiegertochter. Die türkische Armee hofft auf eine, so wörtlich übersetzt, wahre Goldmine an Insider-Informationen über die Terrormiliz IS. Baghdadi hatte sich mit einer Sprengstoffweste selbst getötet. Zuvor hatte ihn die US-Armee bei einer geheimen Aktion in Nordsyrien in die Enge getrieben.